Der 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit der Vorentscheidung im Abstiegskampf. Und auch vielleicht bei den internationalen Plätzen. Europa League, Champions League und Interconference League. Die erste Entscheidung könnte es schon am Freitagabend geben, denn die Bielefelder spielen in Bochum, verlieren verboten, Arminen. Denn sonst geht es in Liga 2, wäre jetzt nicht so überraschend nach den letzten Spielen der Arminier. Hätten eigentlich schon gegen Hertha ja fast verloren, dann haben sie kurz vor Schluss den Ausgleich geschossen und so diesen Abstieg noch ein bisschen vertagt. Jetzt sieht es natürlich so aus, wenn sie hier nicht gewinnen, dann sind sie zumindest von Hertha sicher weg, sind sie ja eh schon. Aber die Stuttgarter können halt parallel punkten oder sogar gewinnen und es aus eigener Kraft schaffen, zumindest nicht direkt abzusteigen. Also Bielefeld mit dem Rücken zur Wand. Was sagen die Quoten? Die Quoten sehen Bochum als Favoriten. Das ist insofern interessant, weil die Bochumer haben natürlich einen Lauf, der jetzt gekrönt wurde mit dem Derby-Sieg 4:3 in Dortmund. Aber wer hätte denn das vor der Saison gedacht, Radek und alle da draußen, dass Bochum schon 2 Spieltage vor Schluss safe in der Liga bleibt? Das heißt, die müssen nicht mal mehr punkten. Die können sogar 8:0 verlieren und dann den nächsten Spieltag 9:0 und sind wahrscheinlich immer noch in der Liga. Ja, von daher finde ich, dass hier Bielefeld punktet, Value hat. Ja, aber sollte man auf ein Team setzen, das in den letzten 6 Spielen nichts gerissen hat, so in der Art? Also Geld nicht, aber natürlich verständlich, dass es hier Value vielleicht auf Bielefeld hätte. Finde ich aber nicht. Ich würde hier ganz klar die Bochum-Kuh melken und sagen, die gewinnen auch gegen Bielefeld. Und diese 2,25 ist schon einfach wirklich so an der Grenze, wo ich sage, nee, ist mir dann auch irgendwo zu albern. Ja, dann haben wir für dieses Freitagsspiel alle 3 Möglichkeiten abgedeckt, machen keine Wette. Mein Tipp wäre tatsächlich ein 2:2. Und dann schauen wir mal, wie dein Tipp ist und was du zu Köln gegen Wolfsburg sagst. Ja, so 1-1 könnte ich mir auch vorstellen, aber ich denke halt, Bochum gewinnt 2-1. Also das, ja, deswegen eher Value zu Bochum. Aber gut, da, bei Köln gegen Wolfsburg ist eigentlich Köln ein bisschen zu starker Favorit, diese 1-6er-Quote. Da schrillen doch die Alarmglocken. Auch wenn die Kölner natürlich gerade wieder ein starkes Spiel hingelegt haben und Augsburg 4-1 besiegt haben und davor natürlich jetzt die letzten 4 Spiele gewonnen haben mit jeweils mindestens 3 Tore. Also da läuft der Modest zur Hochform auf und auch sonst Baumgart mit einem wahnsinnigen Job, dass Köln jetzt hier 6. ist, ist ja eigentlich fast die krasseste Überraschung bis dato in dieser Saison. Wolfsburg, die eine der negativen Überraschungen, haben jetzt gegen Stuttgart nicht gewinnen können. Gegen Köln ist halt auch eine Wundertüte. Ich meine, dass Köln Favorit ist, sehe ich hier auch nicht unbedingt. Ja, Köln müsste, wenn ich das jetzt richtig sehe, eigentlich nur 7. werden, oder? Der 7. müsste auch in der Europa League spielen können, weil ja Leipzig gegen Freiburg das DFB-Pokalfinale ist. Auf jeden Fall war ich doch im Stadion bei Augsburg gegen Köln und die Kölner Fans sind Wahnsinn. Also die Augsburger, gut, die haben ja eh nicht jetzt so die krass lautstarken Fans, aber die 3000 Kölner haben die ganze Zeit über den Europapokal gesungen, dass sie wieder dabei sind und alles. Die sind so euphorisiert, noch eine halbe Stunde nach Spielende haben die durchgebrüllt. Für mich haben sie jetzt den Titel Beste Fans überhaupt verdient, sogar noch vor den Frankfurtern. Und wäre schon geil, wenn Köln nächstes Jahr in der Europa League dabei ist. Danach sieht es aus. Und trotzdem sind die Quoten nicht fair, weil Wolfsburg kann nicht so krasse Außenseiter sein. Das können sie vielleicht gegen Dortmund sein, gegen Leverkusen, aber nicht gegen Köln. Nee. Und deswegen finde ich hier gerade gut so eine Double Chance auf Wolfsburg. Vielleicht, weil mit dieser 0,75er, da gewinnst jetzt auch nicht unbedingt einen Blumentopf. Double Chance Wolfsburg hätte 2,35. Wenn er sagt, man riskiert hier mal richtig was, Asian Handicap 0 auf Wolfsburg, 3,76. Reizt dich das? Sagen wir hauen da eine raus oder was sagst du? Ich würde es tatsächlich aus Value-Sicht tun, weil die Frage ist doch, nach so vielen Siegen in Folge, setzt da jetzt der Kopf ein oder geht die Erfolgsserie fort? Also am Anfang der Saison oder so hätte ich jetzt gesagt, nicht auf Wolfsburg, aber jetzt zum Ende, wo es um so viel geht für Köln, können ja auch die Beine schwer werden. Ich hoffe, dass Köln gewinnt und würde mich
absichern mit einem Siegwett auf Wolfsburg. Ja, genau. Und X hast du ja auch ins Spiel gebracht mit einer 4,42, auch sehr attraktiv. Und das könnte man sich halt auch überlegen. Mit einer Vierteleinheit würde man da fast eine ganze Einheit gewinnen. Aber wie gesagt, diese Asian Handicap Nuller-Wette ist schon auch sehr gut bezahlt für, ja, dass es halt nicht so das hohe Risiko ist. Hier eine Dritteleinheit und man macht gar nichts falsch. Also Ja. man kann was gewinnen, aber man kann nicht viel verlieren. Dann haben wir Greuther Fürth zu Hause gegen Borussia Dortmund. Der Absteiger Nummer 1 Fürth gegen den Meister Nummer 2 und den ewigen Vizemeister, Vizemund, wie man es ja im Volksmund schon nennt. Ja, eigentlich eine klare Sache, aber unterschätzt mir halt die Fürther zu Hause nicht. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich glaube, ich habe in der Rückrunde Fürth oft genug unterschätzt und deshalb sollte ich hier mal ganz leise sein. Ja, gut, aber ist jetzt auch weit davon entfernt, da auf Fürth zu tippen. Aber auf Dortmund kannst du auch nicht tippen. Beide Treffen wäre vielleicht eine Option, aber dann würdest du schon eine 1,7er-Quote dafür kriegen, dass eine Mannschaft wie Fürth trifft. Da kannst du ja gleich irgendwie Dart spielen oder an Glücksspielautomaten dich setzen. Das ist natürlich dann sinnlos. Freiburg gegen Union, das ist ein Spiel, das ja für beide noch sehr interessant ist, weil Union ja auch noch irgendwo Ambitionen hat, vielleicht sich noch in der Tabelle zu verbessern. Auf Platz 7, ein Punkt hier sieht man es hinter Köln. Und wenn es ganz blöd läuft, dann könnten die sogar auch noch Freiburg überholen. Das ist ja ein 6-Punkte-Spiel. Die könnten bis auf einen Punkt an Freiburg ranrücken, wenn die Eisernen gewinnen. Und da unterstelle ich jetzt mal dem Urs Fischer, das weiß der auch. Ja, aber der weiß auch, welche heftige Chance sich seine Jungs letzte Woche entgehen haben lassen. Unentschieden gegen Fürth. Stell dir mal vor, Union hätte Angstgegner. gewonnen, wovon man ja ausgehen Ja, in musste. der Hinrunde haben sie verloren sogar. Also aufsteigende Tendenz eigentlich. Ja, aber dann hätten wir diesen Viererkampf noch bis auf 2 Punkte komplett beieinander. Das ist schon Wahnsinn. Ich glaube, wir sind alle für den SC Freiburg, dass diese Erfolgs-Champions League-Story weitergeht, hätte ich Bock drauf. Ich meine, scheiß jetzt mal auf die deutsche Fünf-Jahres-Wertung und so. Die meisten Teams, bis auf den FC Bayern, packen es ja eh gerade nicht in der Champions League. Dann kann man doch auch mal Freiburg da eine Teilnahme gönnen. Wäre schon geil. Also, ich hoffe auf einen Freiburg-Sieg, sehe aber leider Gottes auch hier schon wieder die Value-Geschichte bei X2. Beide Teams treffen, gefallen mir. Über 2,5 Tore gefallen mir und Freiburg soll gewinnen. Spricht nichts dagegen, aber außer man ist halt Fan von Eisern Union, dann würde man das wahrscheinlich anders sehen. Aber die letzten Spiele der beiden Mannschaften gegeneinander haben immer mit sehr wenigen Toren geendet, also immer unter 2,5. Deswegen haben wir hier eine gute Quote auf 2,5. Und weil es ja wirklich für beide um viel geht, Freiburg in letzter Zeit ja einfach super drauf, weil man 3 Tore kassiert hat, Hauptsache auch viele geschossen. Glaube ich, ist das jetzt im Moment aber eine super Wette mit einer Quote von 1,84. Deswegen sage ich mal, check! Hoffenheim gegen Leverkusen hört sich auch an, als könnte das eigentlich so eine Art Champions League-Finale-Spiel sein, also um die Champions League-Plätze. Gott bewahre Hoffenheim gegen Leverkusen im Champions League-Finale. Das wird es erst im Jahr 2050 geben, wenn Bayer und SAP die Welt regieren. Aber bis dahin erstmal nicht. Aber nichtsdestotrotz, Leverkusen muss Punkte sammeln, um den Champions League Platz endlich mal wieder zu sichern, nachdem sie es in den letzten Jahren ja oft auf den letzten Metern nicht geschafft haben. Und Hoffenheim, für die geht es ja mehr oder weniger um nichts mehr, dass sie jetzt hier noch Anschluss finden. Ja, kann sein. Dann ist die Frage, ob Leipzig die Europa League gewinnt, in die Champions League kommt und Freiburg den DFB-Pokal, sodass da irgendwie noch der 8. Platz reichen könnte. Vielleicht, wer weiß das schon. Sebastian Hoeneß wahrscheinlich nicht. Deswegen würde er sagen, jetzt spielen wir gegen Leverkusen, verlieren wir halt wieder, weil wir so schlecht sind in letzter Zeit. Und Leverkusen hat jetzt wieder den Patrick Schick, der ist dafür einen Fick. Und jetzt fickt er uns weg und deswegen Siegwette Leverkusen. Astreine Argumentation, oder wie? Die allerbeste, die allerallerbeste. Hoffenheim hat sich ja mal einfach innerhalb der letzten 2 Monate alles verspielt und der Sebastian Hoeneß hat ja ganz oft mit seinem Team die Phasen, wo sie sich eigentlich alles versauen, aber vielleicht
Vielleicht spekuliert er in diesen Phasen immer auf eine Abfindung, aber irgendwie spielt da der Vorstand von Hoffenheim nicht mit. Naja, ein Hoeneß braucht ja wahrscheinlich kein Geld. Der hat gute Finanztipps vom Onkel gekriegt und dann passt das schon. Hertha gegen Mainz. Die Hertha, schau dir mal diese krasse Quote an auf unsere Hertha. Ich sag nur, Felix Magath, Heimspiel, Lauf, Punkte gegen Abstiegskampf. Was soll da schief gehen? Außer Jolly Burkhardt. Nee, da glaube ich, geht auch nicht schief. Für Mainz geht es erst recht um nichts mehr. Sie haben jetzt auch noch mal ein cooles Heimspiel gehabt. 3-1-Sieg gegen den FC Bayern. Die waren schon mit den Gedanken auf Ibiza. Und jetzt geht es mit einem Asian Handicap 0 auf Hertha mit uns, mit Berlin und Magath weiter ins Plus. Auf geht's, Felix. Der Glückliche wird es wieder richten. Wie schon immer. Frankfurt gegen Gladbach. Ganz schwer zu tippen, eigentlich unmöglich. Einfach ein X oder ja. Auf die... Gladbacher, auf den Gladbacher Lauf setzen, weil Frankfurt ja hier mit dem Spiel gegen West Ham noch irgendwie in der Europa League sein wird. Und das hat sich ja auch letztens schon gezeigt, als sie dann gegen Leverkusen verloren haben. Können sie natürlich auch jetzt gegen Gladbach zumindest nicht gewinnen. Ein X wäre eine Option oder einfach ein Asian Handicap auf die Außenseite in der Quote hier mit den Gladbachern. Da, warte, jetzt hier haben wir es. Asian Handicap ja. 0 auf die Gladbacher gäbe eine 2,2, aber es ist eigentlich ein sehr offensichtliches Unentschieden, deswegen diese 3,98er-Quote mit einer Dritteleinheit. Bin ich bei dir, Unterschied zum Spiel gegen Leverkusen, da haben sie ja wirklich die halbe Mannschaft ausgewechselt, um fit gegen West Ham zu sein, das Spiel ist ja jetzt erst dann noch, und es geht aber gegen den Ex-Trainer, das heißt, ich sehe da auch ein bisschen persönliche Motivation bei dem einen oder anderen Spieler der Eintracht. Unentschieden ist für mich ein 2-2. Torreich für die Leute, die gerne auf Tore setzen. Das weiß wirklich jeder, dass da viele Tore fallen. Deswegen sollte man nicht drauf tippen. Bayern gegen Stuttgart. Also tippen kannst du drauf, aber nicht wetten. Stuttgart hat ja Bayern schon mal in einem letzten Spiel vom Heinkes damals mit 4-1 oder 4-0 besiegt. Aber das waren andere Voraussetzungen. Stuttgart ist dadurch quasi auf Platz 7 oder so und irgendwie sogar in die Europa League, kann das sein, weiß ich nicht mehr, ist egal. Jedenfalls eine Parallelität dieser Ereignisse, glaube ich, ist ausgeschlossen. Stuttgart braucht allerdings die Punkte, schenkt Bayern hier wieder Punkte her nach einer durchzechten Woche mit Nutten und Koks auf Ibiza. Der Felix, der hat es ja gar nicht verstanden, warum der FC Bayern macht und hat gesagt, das ist eine Frechheit, wie er gegen den FC Mainz gespielt hat. Hm. Und jetzt fickt, weil du bist heute im sehr, 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 sehr geschlechtsverkehrlich gesprochenen Jargon drin. Deshalb muss Stuttgart jetzt büßen und wird so richtig weggeknallt. Aber das habe ich auch schon öfter gesagt, deshalb, ich weiß nicht, 2-0, Bayern wird ein langweiliges Spiel, aber Heimspiel, da werden sie schon nochmal zumindest nicht verlieren. Ich glaube auch und im Endeffekt war es ja wirklich Wettbewerbsverzerrung, dass sie sich gegen Mainz hier so eine Blöße geben. Andererseits ist es für Mainz um nicht mehr viel gegangen. Wenn sie jetzt gegen Stuttgart hier die Punkte wegschenken würden, das wäre wirklich Wettbewerbsverzerrung. Und deswegen muss Bayern hier eigentlich ein bisschen auch, muss man an die Ehre der Bayern appellieren und deswegen eigentlich eine 100.000-prozentige Siegwette auf die Bayern, weil die können sich unmöglich hier leisten. Aber andererseits, wie viel Ehre steckt in so einem Fußballer heutzutage noch? Das wird die entscheidende Frage sein. Glaubst du daran, dass die Bayern Punkte verschenken oder auch nicht? Schreib es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde hier nicht wetten. Und interessanterweise auch, dass dieser vorletzte Spieltag auf 3 Tage gestückelt ist. Normal hast du ja schon am vorletzten Spieltag immer alles an einem Tag gehabt. Das ist hier noch nicht der Fall, aber dann erst am 34. Spieltag. Deswegen spielen die Bayern am Sonntag erst und Leipzig gegen Augsburg auch. Leipzig, der kommende Europa-League-Sieger, Fragezeichen. Beide deutschen Vereine haben ja ihre Hinspiele gewonnen. Jetzt zu dem Zeitpunkt des Videos wissen wir noch nicht, ob die Leipziger in Schottland auch gewinnen können. Nichtsdestotrotz haben sie schon bei Gladbach verloren. Und ja, warum sollte aber jetzt Augsburg, ausgerechnet Augsburg, hier in Leipzig irgendwas reißen? Ja, Augsburg holt sich den Klassenerhalt beim letzten Spieltag, im letzten Spieltag daheim gegen Fürth.
Und hier erwarte ich jetzt auch nicht nach dem desolaten Spiel gegen Köln, dass sie sich jetzt hier großartig aufbäumen. Sollte schon ein Sieg für Leipzig sein. Aber auch da gibt es natürlich nicht Die viel Quote ist eine Geld drauf. Frechheit. Ja, aber auch irgendwo realistisch. Naja, finde ich jetzt schon. Beide treffen nein, dass Augsburg kein Tor schießt. 1,93 würde ich noch interessant finden. Aber ansonsten würde ich sagen, wir fassen mal kurz nochmal diese Wetten zusammen an diesem Spieltag. Und das waren Wolfsburg Asian Handicap 0 bei einer Quote von 3,75. Freiburg, aber nun mit einer Dritteleinheit. Freiburg Union mehr als 2,5 Tore bei einer Quote von 1,84. Leverkusen Sieg bei einer Quote von 2,05. Und Frankfurt Gladbach ein saubernes X bei einer Quote von fast 4. Da geht's ab. Was sind deine Tipps? Schreib's auch gerne in die Kommentare. Und dann Abo dalassen, falls du es noch nicht getan hast, damit du dann auch nächste Saison hier im Free TV unsere Tipps bekommen kannst. Und wir sehen uns nächste Woche. Auf jeden Fall.